Ja Leute, und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars auf GommaD.net. Wir spielen heute die Map Airships, eine 2x5 Map, und ja, ich spiele in letzter Zeit extrem gerne so einfach Maps mit zwei verschiedenen Teams, weil ich persönlich finde einfach, es ist aus 50-50, dass du gewinnst, und ja, ich möchte eigentlich einfach auch gerne gewinnen in Bad Wars. Ich denke, das ist bei jedem so. Und ja, ich nehme jetzt gerade nochmal eine Runde auf, denn ich nehme die gerade ganz kurz nach der Runde auf, die gestern kam. Jetzt kommt heute dann schon wieder Bad Wars. Ich hoffe, ihr akzeptiert das. Morgen wird definitiv wieder mal ein etwas PvP-lastiges Video kommen. Vielleicht Jump League oder so, hätte ich mal wieder Bock aufzunehmen. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ihr gerne für ein Video sehen wollt. Weil ich habe, ich hätte auch genug Zeit noch aufzunehmen. Ja. Gut, ja, und zwar soll es heute um ein Thema gehen, was ich ja in der letzten Folge ansprechen wollte, aber dann überhaupt nicht mehr Bescheid wusste darüber. Und ich habe jetzt so gedacht, ja, eigentlich ist es doch besser, wenn ich es erst heute anspreche, dieses Thema. Weil es betrifft meinen Kanal und, nicht euch, es betrifft nur mich und meinen Kanal am Ende. Denn, wie viele wissen, bin ich im YouTube-Netzwerk Maker Studios oder... Doch, Maker Studios heißt es. Und das gehört zu RPM. Und RPM ist das größte YouTube-Netzwerk, was es gibt, glaube ich, oder das zweitgrößte oder so. Keine Ahnung. Und da war ich seit März 2014 mit dabei. Und das wird von die Notis weg. Okay. Gewinne jetzt die Runde schon wieder so easy. Ich habe doch erst gerade begonnen mit dem Thema. Gut, ja, auf jeden Fall. Finde ich, ist das Netzwerk nicht so ein gutes Netzwerk, denn sie versprechen relativ viel und bis man dann am Ende irgendwie das bekommt, was man versprochen bekommen hat, muss man relativ lange... Boah, wir haben schon gewonnen. GG. Okay Leute, wir machen auch doch mal eine neue Runde. So, ich halte die Aufnahme deshalb nicht gerade beenden. Aber Moment, wie schnell ging die Runde jetzt? 1 Minute 43, holy shit. Okay, wir spielen, hat es nochmal Airships im Nur? Oder Sturmwaffel wäre auch eine geile Map. So, ich gehe wieder Team Blau. Wie immer eigentlich. So. Ich weiß nicht, ob wir die Runde auch noch gewinnen können, wäre natürlich geil. Also, ich war seit März 2014, wie gesagt, auf diesem, mit diesem Netzwerk gepartnert. Und das, ja. Hat mir nicht ganz so gefallen, deshalb habe ich im Dezember bereits die Aufhebung vom Vertrag beantragt. Schaut jetzt irgendjemand nach? Lol. Ich gehe eine neue Runde. was gibt es sonst noch für Maps? Ich erzähle gleich weiter. Oh, das sollte man auch noch eine Map, die man spielen könnte. Soll man sehen? Ich will eigentlich immer Team Blau gehen. Vielleicht öffnet da jemand. Oh Mann. Ja. Und ich habe dann im Dezember halt gesagt, ja, wäre es möglich, den Vertrag aufzuheben. Und ich bin Team Blau. Nice. Gut. Sehr schön. Und dann haben sie eben gesagt, nee, du musst mindestens ein Jahr bei uns dabei sein. Und erst dann kannst du den Vertrag aufheben. Und ja, es ist ja bald März. Und jetzt kam diesen Montag eine E-Mail von Maker Studios, weil ich habe mich wieder bei denen gemeldet und habe eben gesagt, ja, ich würde gerne, wie gesagt, den Vertrag dann aufheben im März, nicht, dass er automatisch verlängert wird, weil die verlängern ihn automatisch, wenn man sich nicht meldet bei denen vorläufig. Und ja, das habe ich dann gemacht, dann muss ich da noch irgendwie diverse Informationen über mich angeben, halt Sicherheitsfragen und so beantworten, dass ich auch wirklich sicher sei, dass ich mit ihnen nicht mehr gepartnert sein möchte und blablabla und so weiter. ja. Habe ich dann alles gemacht und da kam diesen Montag endlich mal die erlösende Nachricht, die Antwort darauf, dass definitiv am 28. Februar der Vertrag aufgelöst werden wird und dann werde ich sozusagen Hashtag Freiheit haben. Ja, auch mal in diesem Bezug darauf. Also es ist ja nicht irgendwie so, dass das Netzwerk mich nicht gehen lassen würde, wie zum Beispiel wie das bei Mediakraft halt der Fall war. Aber ich habe damit überhaupt kein Problem mit dem Netzwerk oder so. Wie das halt, ja, ich möchte jetzt nicht über Unge reden oder so, damit, dazu habe ich meine Meinung schon gesagt. Ja, aber ich sage zu viel, ja, das soll man nicht sagen. Gut, ja. Ja. Ich bin so dumm. Ja. Oh Mann, über was rede ich denn jetzt gerade? Nee, also, ich werde auf jeden Fall aus dem YouTube-Netzwerk aussteigen. Das heißt, ich werde in keinem Netzwerk mehr sein und ich werde auch in keins mehr gehen wahrscheinlich. Einfach damit ihr das auch wisst, ich war bei Maker Studios und werde jetzt in keinem Netzwerk mehr gehen wahrscheinlich, weil ich halt nicht immer so gute Erfahrungen damit gemacht habe und ich fühle mich dann halt immer auch irgendwie
bisschen dazu verpflichtet, weil man denen halt Stoff liefern muss. Sie müssen dann sehen, dass der Kanal zum Beispiel aktiv ist oder nicht. Und wenn er das nicht ist, dann bist du dann raus. Aber ja, ich stelle mich nicht unter Druck oder so, wie in dem Netzwerk oder so. Das ist ganz alles okay. Ich mache immer gerne Videos, nicht nur wegen dem Netzwerk oder wegen Geld oder so oder wegen Aufrufen. Es wurde letztens auch geschrieben, hey, du bist so viewgeil. Du hast so viele Texte in deiner Beschreibung. Und die habe ich jetzt alle rausgenommen. Ich habe übrigens eine neue Beschreibung. Wer es nicht weiß, ich habe eine neue Beschreibung, also Videobeschreibung eigentlich damit. Dürft ihr euch auch gerne mal durchlesen. Ist im Prinzip die gleiche, wie ich bisher immer hatte, aber es stehen auch ein paar andere Infos darin, zum Beispiel mein Skype-Namen oder mein Steam-Namen, wenn ich da hätten möchte. Dürft ihr natürlich gerne tun. So, damit ist auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns einfach auf die Runde noch ein wenig. Mal gucken, ob wir was reißen können. Ich könnte mir ein Eisenschwert gönnen, aber mache ich jetzt erstmal nicht. Und ja, das heißt dann auch, ich muss mir dann ein Impressum erstellen, wenn ich nicht mehr in einem Netzwerk bin. Weil dann bin ich ja sozusagen, oder indirekt, gesagt jetzt mal, mein eigenes Netzwerk, wo ich dann drin bin. Und ja. Das heißt auch, ich werde demnächst eine Website erstellen. Die wird multidismo.tv wahrscheinlich sein, wegen meinem Twitch-Kanal. Oh fuck. Oh Mann, ich springe einfach selbst noch runter. Egal. Dann haben wir wieder keinen Hunger mehr, wenigstens. Und das von Team Rot ist abgebaut. Sehr nice. Ja, gefällt mir. So, wahrscheinlich erlebe ich jetzt den Sieg wieder nicht mehr mit. Es lebt nur noch einer von Rot. So, ich gebe jetzt einfach ein Eisenschwert noch. Ja, und da ist die Runde auch schon gewonnen. GG. Geile Runde auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, Leute, oder wenn euch die beiden Runden gefallen hat, die wir jetzt gerade in Folge gewonnen haben, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Bei mir sind die Stats nicht angezeigt. Gut. Ne, wie gesagt, das Thema von heutigen Videos soll einfach gewesen sein, ich werde mein YouTube-Netzwerk verlassen, werde in kein Netzwerk mehr gehen und ja, einfach damit ihr da Bescheid wisst, weil es interessiert ja manchmal auch ein paar Leute und euch einfach sagen, macht's gut Leute, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, bis dann, ciao.